Wir haben hier zwei Abstufungen desselben. Das erste nennen wir einfach Al-Ilm Al-Ijmali. Und das zweite nennen wir Al-Ilm Al-Tafsili. Genau. Das heißt, wir haben zwei Abstufungen des Wissens über den Inhalt der Shahada la ilaha illallah. Was heißt denn das schemenhafte Wissen, das vage oder grobe Wissen, allgemeine Wissen um die Bedeutung der Shahada la ilaha illallah? Das bedeutet im Grunde genommen einfach nur, dass er die sprachlich-semantische Bedeutung dieser sprachlichen Zeichen kennt und versteht. Was braucht man dafür? Was wird dafür vorausgesetzt? Dafür wird nichts weiteres vorausgesetzt, als diese sprachlichen Zeichen zu kennen und sie in ihrem Zusammenhang, also als einen Satz, miteinander verknüpfen zu können und die implizierte Bedeutung zu begreifen. Das bedeutet, dass der Diener bzw. der Mensch, der Mündige, der diese Worte sagt, dass er weiß, dass Allah Ta'ala alleine der Anbetungswürdige ist. Dass Allah Ta'ala alleine der Anbetung würdig ist. Und dass sämtliche Dinge außer ihm lebend, le also lebe, seien es nun lebende Dinge oder leblose Dinge, dass all diese nichts davon verdienen, der Ibadah nicht würdig sind. Das ist die vage Bedeutung der Shahada la ilaha illallah. Diese kann jeder verstehen, der die Sprache versteht oder eben die Sprache versteht, in der dieser Inhalt übersetzt worden ist. Das hier, dieses Wissen muss bestehen, um in den Islam eintreten zu können. Wer diese Stufe oder diese Abstufung des Wissens nicht erfüllt, sei es aufgrund von Unwissenheit, sei es aufgrund von Missdeutungen, Missverständnissen, der ist kein Muslim, der kann kein Muslim sein. Dann haben wir hier aber eine weitere Abstufung, nämlich der sogenannte Al-Ilm Tafsili. Detailliertes Wissen, das nicht unbedingt, das ist ganz wichtig, das nicht unbedingt einfach aus der semantischen Bedeutung, aus der sprachlichen Bedeutung des Wortes La ilaha illallah gewusst werden kann. Diese Differenzierung ist enorm wichtig, denn wenn man das nicht macht, kommt es entweder zu Übertreibungen oder zu diversen, ich nenne es mal Untertreibungen. Entweder zieht man dann zu weit rechts oder man zieht zu weit links. Was bedeutet das jetzt genau in unserem Fall hier konkret? Was ist mit dem Wissen gemeint? Ich frage euch einfach jetzt mal eine Frage. Ich frage euch jetzt einfach eine Frage. Wenn jemand akzeptiert und oder wenn jemand, der noch nie was von Religionen gehört hat, angenommen, es gibt sowas, der noch nie mit Riten zu tun hatte und nichts Spirituelles kennt. So, ihm wird dieser Begriff La ilaha illallah
Mohammed Rasulullah, ihm wird das vorgestellt, er wird dazu eingeladen und er begreift so im Groben schemenhaft jetzt, was es bedeutet. Er hat also diese semantische Ebene dieser Aussage La ilaha illallah begriffen. Weiß er denn automatisch, methalen, weiß er denn aus den Begriffen heraus automatisch unbedingt, was alles, yani, methalen, in der Scharia eine Ibadah ist und was nicht? Weiß er das? Weiß er das aus dem Begriff La ilaha illallah, dass der Sujud methalen möglicherweise in der Scharia Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur noch als eine Ibadah ausgeführt werden darf und nicht in Form von Begrüßungen und so weiter? Kann er das wissen? Kann er wissen, ob die Verbeugung in Form einer Begrüßung stattfinden kann oder ob es immer eine Ibadah ist oder nicht? Das heißt, das ist die wichtige Sache. Das detaillierte Wissen über Einzelheiten, methalen, ob das denn eine Ibadah ist, ist das eine Ibadah, ist das keine Ibadah, das kann er nicht einfach aus den Worten La ilaha illallah wissen. Er weiß im Allgemeinen, na'am, nur Allah ist anbetungswürdig. Und er erkennt das an. Nur Allah allein ist anbetungswürdig. Alles andere außer ihm ist der Anbetung unwürdig. Tamam. Aber er kann aus diesen Begriffen jetzt nicht wissen, was ist denn alles eine Anbetung. Hier besteht ein gewisser Rahmen, oder wir sagen erstmal, das hier ist nicht automatisch eine Voraussetzung für den Zutritt oder Beitritt in den Islam. Und entsprechend können Irrtümer, Unwissenheit und so weiter hierin durchaus beachtet werden. Können durchaus beachtet werden. Und der Mündige, der hier in diesem Bereich mit seinen Unwissenheit oder Irrtümern, wie sagt man, sich in Irrtümern befindet, der kann durchaus umstandsbedingt geschont werden sein.